Ex-FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger wird den ORF-Stiftungsrat übernehmen und am Donnerstag findet eine Sitzung dazu statt und er hat auch im Vorfeld schon einige Dinge anklingen lassen, die natürlich für Sorgen falten, bei einigen Mitarbeitern sorgen, denn er hat von einer nicht korrekten Berichterstattung gesprochen, von der Streichung der Korrespondenten als auch der Entlastung von Journalisten und das rot-grün dominierte ORF-Gebäude droht jetzt zu einem ÖVP-FPÖ-Machtgehabe zu werden. Und natürlich fürchtet man jetzt um die Arbeitsplätze und auch seitens der Opposition ist man jetzt drauf und dran, ein Auge darauf zu werfen, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, und er hat von einigen Umstrukturierungen gesprochen und dann sind seitens der Wiener und burgenländischen Landesparteien immer wieder Fragebögen zugeschickt worden, die nicht beantwortet wurden, aber von der Westachse, die ÖVP dominiert ist, da war er zu Gesprächen bereit und jetzt darf man auf jeden Fall gespannt sein, was diese Sitzung hier im ORF-Stiftungsrat bringt.